Schönen guten Morgen. Ich fahre heute mit euch mal weg. Ich möchte heute mein Patenschwein besuchen fahren. Das ist auf dem Gnadenhof Papillon. Den verlinke ich euch auch unten nochmal. Ist ein Stückchen weiter weg von Berlin. Trotzdem möchte ich das jetzt gerne machen und euch mitnehmen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich da filmen kann. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall freue ich mich total, das zu sehen. Ich liebe Schweine. Finde, das sind ganz großartige, tolle, intelligente Tiere. Ich nehme euch jetzt mit, wie gesagt. Habt viel Spaß. Also, auf! Thank you.
so ein sehr ereignisreicher Tag, beziehungsweise ich war auch noch über Nacht dort, also nicht auf dem Hof selber. Ich habe jetzt quasi eine Nacht drüber geschlafen, wieder nach Hause gefahren, bin wieder in Berlin und alles Revue passieren lassen und wollte jetzt noch mal kurz ein, zwei Sätze dazu sagen. Zum einen, ich fand es total schön dort. Der Besitzer von dem Hof war unglaublich nett. Der führt es dort zusammen mit seiner Frau ganz alleine. Die sind beide hauptberuflich, machen die noch was anderes. Die machen das quasi als Herzensangelegenheit. Dieser Hof, der kann sich halt nur halten, indem er Paten hat, die die Tiere quasi durchfüttern und unterstützen. Die ganze Arbeit wird ja eh nicht bezahlt, die da leisten. Ich durfte alles filmen. Es war einfach wahnsinnig schön und herzerwärmend, diese ganzen Tiere zu sehen. Teilweise habe ich auch Tiere gesehen mit drei Beinen, weil Leute Spaß haben, Tiere zu quälen oder nicht wollen, dass zum Beispiel die Hähne wegfliegen und ihnen die Flügel abschneiden. Also richtig krasse Sachen. Nichtsdestotrotz, ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Geschenk zum Geburtstag, zum Valentinstag, zum Muttertag, zu Weihnachten, was auch immer. Ein Patentier ist ein ganz schönes Geschenk, finde ich. Wie gesagt, ich verlinke euch den Gnadenhof unten nochmal. Da gibt es noch ganz viele Tiere, die einen Paten brauchen. Und ich finde das sehr unterstützenswert. Wenn ihr allerdings dafür sorgen wollt, dass Tiere gar nicht erst gerettet werden müssen, aus Schlachthöfen etc., dann überlegt euch doch mal, ob ihr vielleicht auch eine Organisation unterstützen möchtet. Das ist sehr effektiv. Es gibt so viele verschiedene Organisationen. Es gibt auch eine Seite, die die Effektivität der Organisation abwägt. Ich kann euch das alles unten verlinken. Und macht euch da mal schlau, wenn ihr was Gutes tun wollt. Ich finde es toll, wenn man beides machen kann, also ein Patentier haben und eine Organisation unterstützen oder beitreten. Ich hoffe, ihr schaut da mal ein bisschen rum und versucht, was Gutes zu tun. Liebe Grüße an dieser Stelle auch nochmal an den Gnadenhof Papillon. Vielen Dank für die netten Gespräche und die freundliche Aufnahme bei euch. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg und Spaß. Ich hoffe, euch hat der kleine Trip gefallen mit mir zusammen und jetzt gewittert es. Ich sage jetzt nur noch bis zum nächsten Mal und freue mich auf euch. Tschüss!